Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Airport CEO bei Fabian LP. Schön hast du heute wieder eingeschaltet nach der gestrigen, ich meiner Meinung nach, Katastrophenfolge. Ja, und ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen behoben, oder ja, ein bisschen, nur ein bisschen, und zwar ist jetzt hier schon wieder, also das da kann man auch abbauen. Das gehört ja dann nicht mehr hin. Und zwar habe ich hier schnell ein bisschen umgebaut, das ein bisschen zurückgesetzt. Hier, das ist eben so gesetzt, wie es soll, wahrscheinlich, nehme ich mal an, dass nämlich das Gepäck, was reinkommt, gescannt wird. Schlechtes Gepäck wird zerstört. Das andere geht hier drauf. Und da geht auch Gepäck wieder raus, wird gescannt und geht in die Claim Area. So. So sollte das wahrscheinlich sein, nehme ich mal an. Jetzt hier, ja, irgendwie hat es gerade nicht funktioniert zum Bauen vorher. Jetzt geht's plötzlich. Wir lassen es einfach mal so. Oder wart, nee, komm jetzt. Mach das doch mal weg. Weil ich wollte es underground haben eigentlich. So. Irgendwie ging's aber ewig, bis es hier kam. Ja, ich hab's ein bisschen besser begriffen jetzt. Schon letztes Mal am Ende dann, aber ich war ein bisschen, ja, aufgeregt, kann man sagen. Aber wenn ich jetzt das so platziere, dann sieht das hier so komisch aus. Und ich muss das Spiel loben, denn es sind jetzt 3 Tage vergangen seit dem Release. Wenn die Folge kommt, sind es 2 mehr, glaube ich so. Aber die haben in den 3 Tagen 3 Updates rausgehauen mit Bugfixes. Also alles Mögliche vorhanden, was geändert wurde. So, wir haben hier alles offen. Hier, ich weiß nicht, ob wir das hatten. Ich musste hier noch eine Straße bauen. Jetzt ist es auch connected hier. Dann haben wir hier einen Service-Truck und einen Full-Truck drin. Eigentlich von dem her alles bereit. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Stellen wir mal die Zeit hoch. Ja, es kann es nicht sein. Irgendwie, entweder ist es ein Bug, weil ich habe jetzt das Underground verbunden. Oder, nicht ganz. Hallo? Underground. Zwar fehlt da was, da fehlt was und da fehlt auch was. Und da auch. Und vielleicht geht es dann, ob das hier angeschlossen ist, mag ich zu bezweifeln, aber das lassen wir mal so. So, ich kann es ja hier noch so anbinden. Dann hatten wir das Infodesk. Das wird jetzt ein... Das kann man hier platzieren, hä? So. Ja, wir bauen das Ganze eh noch um. Also es soll nur mal so der erste Test sein, wie das so läuft. Und jetzt hätte ich gerne hier Foundation gebaut. Denn wir brauchen wieder ein bisschen mehr Platz. Ah, bin ich gescheit, habe ich den Zaun schön da drauf gebaut. Das ist toll. Das ist wirklich toll. So, gehen die Dinger jetzt weg hier? Nee, die gehen nicht weg. Auch wenn das jetzt underground connected ist, geht es nicht weg. Ich warte jetzt noch, bis der hier montiert ist. Das bringe ich übrigens auch nicht weg hier. Wenn ich Control drücke, dann... Ja, es geht nicht weg. Und wenn man den Bulldozer nimmt, geht das Ganze weg. Also kann man hier nichts wegmachen. So, ist fertig montiert und hat nichts gebracht. Also nochmals alles weg und wir machen es Overground fertig. Kann aber auch sein, dass irgendwie schon verbuggt ist, weil ich ja da schon mal was passiert gehabt habe. Gut, heute möchte ich aber bei einem Tutorial Franchise machen. Und für das müssen wir erstmal hier was freischalten. Wir haben noch 2 E-Mails, ja, wieder die gleiche Scheiße wie immer. Okay. Ja, hier sehen wir müssen wahrscheinlich noch jemanden einstellen. Wo war das schon wieder? Economy? Ja, hier.
Ah, wir können hier Specific Bag Scanner. Okay, kann man auch noch. Food Franchise. Was brauchen wir denn? Shop oder auch Food? Ich nehme mal Food, hä? Was brauchen wir dafür? Einen Strategiedirektor? Den da also. So, öffnen wir das Ganze mal. Ja, wir haben hier sehr viele Leute, die sich bewerben. Ah, hier oben sind sie. Okay, drei Leute haben wir. Die sind relativ teuer. Die hier. Den da oder der. Also die beiden, oder nehme ich mal die günstige Variante. So, nicht wieder das Falsche drücken. Sonst ist nicht gut. Brauchen wir noch was dafür? Nee. Kann gemacht werden und das mache ich auch gerade. Und ah, das kostet immer. Wir haben noch ein bisschen Geld. Also so geht's noch. So, dann lassen wir die Zeit mal ein bisschen vergehen. Aha, wir sollen sowieso beide nehmen. Na dann, ist es ja gut. Und danach haben wir dann die Shop-Option und deshalb habe ich hier den Raum gebaut, damit wir, dann da drüben den Shop reinbauen können, den ersten. So als Test. So, Overground. Ach, hier ist jetzt Underground. Und wenn ich jetzt einen dahinter platziere... Ja, geht nicht. Geht einfach nicht. Wenn ich jetzt Overground platziere, zeigt er mir nichts an. Ich versuche es aber hier mit Underground. So. Nee, geht auch nicht. Wie kann ich denn das wieder wegmachen? Das ist ja, das geht ja eben nicht. So, gut. Mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall sind wir dann eigentlich soweit bereit, Flüge anzunehmen, denn wir machen auch 600 pro Stunde minus, was natürlich nicht so toll ist. Für hier bräuchten wir dann noch Arbeiter, glaube ich. Ja. Und für die anderen Stationen natürlich selbstverständlich auch. Kann ich mal einen einstellen, der putzt? Haben wir das hier? Da. Janitor. Ah, ich kann es hier sogar so sortieren. So, da geht eine Meldung nicht weg. Naja. Stimmt da der Lohn? 0,0 pro Stunde. 6, 9, 9. Entscheiden wir uns für den, komm. So, den haben wir angestellt. Der kommt jetzt. Ja, es läuft voran hier. Dass hier auf jeden Fall mal geputzt wird. Denn langsam sieht es hier schon so aus wie... Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt noch eine Frage. Diese Tür hier, die Large Door... Die soll auch für Vehikel offen sein. Das heißt eigentlich, ich musste ja hier noch, wo haben wir das gehabt? Hier, eine Servicestraße reinbauen hier. Und theoretisch müsste das hier funktionieren jetzt. Dann habe ich eigentlich hier, den machen wir mal noch weg. Jetzt ist es, glaube ich, abgeschlossen. E-Mail. Nee, wieder Spam, nur Spam, überall Spam. Aber bald. Was kann man hier noch? Catering, Cleaning Service. Ah, Aircraft Cleaning. Ist nicht, ah, ist nicht in der Pre-Alpha. Das aber schon, okay. Das sind die Jobs, die wir brauchen.
Information Desk, Baggage Bay, Security. Fahrzeuge zeigt uns nichts an, wir haben aber eigentlich Fahrzeuge. Ah, es gefällt mir nicht da. So, der baut das jetzt ab, da wollte. Da kam auch gerade das Ding, das andere sollte fertig sein, da wollte ich einen Tilt Tray hinbauen, so. Ist das jetzt angeschlossen? Das ist natürlich die... Es sieht Katastrophe aus, aber es sollte angeschlossen sein. Hier auch. Das Baggage kann auch noch hier herumwandern. Da ist noch ein Fehler drin. Da müssen wir, glaube ich, noch einen anderen Weg finden. Was ist denn mit dem los? Hat er nichts zu tun, oder wie? Na gut, schauen wir weiter. Ist noch nicht, noch nicht. Was hat denn hier so getönt? Unlocked und unlocked, gut. Ah doch, jetzt hier. Build Franchise Rooms, okay. Es gibt verschiedene Levels. Auf welchem Reiter ist das denn? Hier, Shop Items. Wir machen zuerst die Area. Wir machen mal einen Shop, komm. Wir machen mal hier dahinter. Wir können ja beides machen eigentlich. Da mache ich jetzt einen Shop. Und gleich daneben machen wir noch Food. Dann sehen wir gleich beides. So. Was, Room is too small. Sollte gehen, oder? So, da braucht es eine Kasse. Muss die so rum? Mach ich mal hier hin. Small, large shelf. Ja, man erkennt es so schlecht. Wenn man es nicht kennt, ist es nicht so einfach zuzuordnen, ehrlich gesagt. Das ist das Medium und dann haben wir noch das Kleine. Sieht so aus, okay. Und da sind Food. Da haben wir einen Kaffee-Counter. Müsste so rum dann. Und ein Fridge-Display, also ein Kühlschrank. Ich erkenne es nicht. So rum vielleicht. Und da ist irgendwas noch geschlossen. So, sollen sie das mal bauen? Ich bin gespannt. Da kommen sie schon an. Also die Kasse, die scheint richtig herum zu sein. Ah, das wäre mit Band. So wäre das gedacht. Wie das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher. Naja, gut. Haben wir geschafft und jetzt müssen wir einen Kontrakt unterschreiben, die dann das automatisch befüllen. Ist das wohl so, hä? Wir haben hier Power, 3 Sterne, Flygo, Turner, Quickstop und Travelers Shop. Ja, das ist dann wieder das, was so toll ist an diesem Spiel, dass wir jetzt auswählen können. 19, 11, 3 und 3 und 18. Ah, aber die haben auch Voraussetzungen. Da stimmt die Size. Da müssten wir nur noch Shop selbst. Ja, seht mal. Die brauchen bestimmte Sachen. 3800 pro Stunde. Ja, 13% verdienen wir hier, da 11. Wir nehmen mal die. Weil da reicht die Größe des Ladens auch aus. So, unterschreibt er das wieder mal? Ah, ich kann es nicht unterschreiben, wahrscheinlich deshalb. Also, wir brauchen noch weitere
Shelves. Es sieht schon wieder total hässlich aus. Ich gebe es ja zu. 34 Items haben sie hier. Der da bräuchte 14 und der braucht 13. Mal schauen, wie viele wir jetzt haben. Immer noch 7 von 13. Oder, muss man 7 Shelves reinstellen. Also 14 in dem Fall. Nehme ich mal die kleinen hier. Ich muss ja das Ganze auch erstmal lernen hier. Jetzt steht 19 von 13. Ja, jetzt ist es auch grün hier. Wir haben es unterschrieben. Das sollte gehen. Gut. Und hier, was haben wir denn hier für Angebote? Verschiedene. Das Hilltop Café. Citis Italiana Küche. The Bean. Valentinos, Swift Veggie, Kranz Burger und Heiko Sushi. So, wir suchen einen mit möglichst vielen Sternen, bei dem die Größe des Ladens passt, wie hier. Da. Okay, für den müssen wir dann aber noch... Was tönt hier eigentlich so? Müssen wir noch weitere solche Gestelle reinbauen. Hallo? Jetzt kann ich es nicht mehr unterschreiben. Jetzt geht's. So. Ist unterschrieben. Wie sieht es hier draus? Not completed. Stuff ist auf der Route. So. Da steht immer noch in Progress. So, also wir haben hier einen neuen Job gemacht. Und das ist nur für eine Periode. Aha, das sind nur die 3 Tage, die da stehen, oder wie? Könnte sein. Wir haben diesen Prozent auf jeden Verkauf, das stimmt, genau. Und wenn sie das Ziel erreicht haben, zahlen sie den Bonus. Da stand ja da 3000 oder so. Müssen wir jetzt da Stuff einstellen oder wie? Oh. Ach so. Vielleicht müssen wir mal Security-Personen einstellen. Okay, komm, machen wir das. Wir haben 4 neue E-Mails. Das haben wir auch und das auch. Wir brauchen bald Personal, Stuff. Wir haben genau einen Putzmann und wir brauchen mal andere Sache. Und zwar Security. Hier. Und wir sind ja erstmal auf dem Sparkurs. Ja, mal schauen, was da so rum ist. Ja, die günstigen sind jetzt nicht gerade hochqualifiziert. Nehmen wir mal den. Erstmal einen, sag ich mal. Airport Stuff. Es dauert ein wenig lange zum Laden, muss ich ja sagen. Die hier, so. Bisschen Zeit vergehen lassen, dann wird die sicher kommen.
ja, schaut hier. Da kommt sie rein. Das ist der, der putzen soll. Sie da haben wir jetzt eingestellt ans Informationen-Desk. Wir brauchen also nochmals... Dies Jahr als was eingestellt. Wo steht's? Airport Staff. Wir brauchen nochmals zwei Airport Staff. So, Hauptsache günstig. So. Staff en route. Wer steht denn hier rum? Ah, das sind die Direktoren. Die stehen hier draußen rum. Das ist ja schön. Wieso stehen die sich jetzt hier hin und nicht da? Die zittern ein bisschen. Aber man kann das auch einstellen. Also es ist wirklich sehr kompliziert. Das ist es auf jeden Fall. Airport Staff. Locate. Man kann sie locaten. Jeder hat eine Nummer. Jeder kann man Daten einsehen über jeden. Soll ich einfach mal eine Flugzeugfirma annehmen hier? Komm, ich schau mal. Airline. Die hier unten. Alle sind günstig. So, und da 6. Wir nehmen mal nicht das Schwerste. So, wir unterschreiben das einfach mal. So. Jetzt haben wir sicher einen Flugplan. So, jetzt haben wir hier Flüge, die wir einplanen können. Stimmt das so? Jetzt gehen wir auf den Montag. Jetzt kann ich die dahin machen. Confirm. So. Nehme ich den, packe ich dahin. Und den packe ich dahin. So. Mal schauen, dann sehen wir mal, was hier so geht. Sag ich mal. Gut. Wir brauchen aber Check-in-Personal. Das ist auch das Problem. Wo ich jetzt nicht weiß, was da dazugehört. Servicetechniker. Wir stellen auch noch einen Servicetechniker ein. Einfach mal alles einstellen. Ist immer gut. Heute haben wir Saturday. Ah, es geht. Am Montag kommen dann die ersten Leute, haben wir ja eingeplant, genau. So, ich stelle noch einen zweiten Security ein, zwar den hier, und wir bauen dann noch eine zweite Security hin, weil ich will natürlich vorbereitet sein. Das wäre der große Security Checkpoint. Können auch mal den sehen. Und hier mache ich doch mal die Tür. Vielleicht nützt dir das was. Hier. Und hier. Oder ist die jetzt falsch rum? Ich habe es nicht gesehen. Gut, da seht ihr schon, wir haben zu wenig Platz da. Aber es ist ja mal egal. Security, die sind da drauf. Gelockt, die auch. Der ist da drauf, der da und der da. Gut. Und da steht auch der nächste Flug. Maple nach Hamburg. Nach Hamburg, nach Hamburg. Ja, alles nach zum gleichen Ort. Hier kann man ja einstellen, kann man das... Ich kann das nicht anklicken. Denn hier steht ja, dass wir Stuff brauchen. Und wir brauchen auch hier hinten noch Stuff. Genau. Wir brauchen noch mindestens 2 Ramp-Leute. Mach mal alle hier. Security, Ramp-Agent. Stelle ich den mal ein hier. Und den da.
Oder gehören die auch hier dazu? Die sollten ja jetzt bald mal kommen dann. Dann gehen sie durch die Security. Und hier machen wir mal die Angestellten aus. Da sollen nur Kunden kommen können. Ja, und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Also wirklich, es ist noch nicht ganz so einfach am Anfang. Aber ich glaube, wenn man mal die Funktionen ein bisschen kennt, weiß, was man machen kann und machen muss, dann geht das. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!